Ich habe 1 Kilo Druckbarren. Ja, gerade so reinlegen. Zertifikat auch dabei? Rechnung, Zertifikat dabei? Verloren. Nicht? Mhm. Verloren. Mhm. Es gibt ja Goldbarren, die sind eingeschweißt. Da ist dieser Blister, ist ja eigentlich das Zertifikat. Früher hat man das nicht so gemacht, da hat man dann so ein Zettelchen dazugegeben. Weil die Menschen charakterlich so schlecht geworden sind, dass sie immer von ihrem eigenen Charakter auf den Charakter des Verkäufers geschlossen haben. Das heißt, wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, ich möchte aber ein Zertifikat, dann ist er eigentlich ein Betrüger. In seinem Herzen ist er ein Betrüger, weil er geht ja davon aus, dass ich auch einer bin. Um Goethe zu zitieren, ein Schelm, der dabei Böses denkt. Daher geht Florian auf Nummer sicher und prüft den Barren ganz genau. Wir haben hier ein Prüfgerät für Goldbarren. Und das Prüfgerät arbeitet so wie beim Arzt, wenn man schaut, ob es ein Bub oder ein Mädel ist. Also es ist ein Ultraschallgerät und ein elektrisches Leitfähigkeitsgerät. Das die Dichte des Goldbarrens in Prozent anzeigt. Eigentlich. Ich bräuchte dich dann hier vorne. Ich komme sofort. Der hat jetzt, je weiter ich nach links gegangen bin bei diesem 1-Kilo-Barren, hat er immer mehr und mehr Abweichung bekommen. Und im Hinterkopf habe ich natürlich immer drin Wolfram gefüllt. Also wir hatten das auch schon. Ich habe das noch nie mit 1 Kilo gehabt. Deswegen würde ich mich mal freuen, wenn ich einen falschen Kilobarren hätte. Heinz hatte das Glück. Erst vor kurzem wollte ihm ein Kunde einen gefälschten Barren verkaufen. Und jetzt nehmen wir mal deinen Barren. Und jetzt pass auf, was passiert. Nichts. Es ist nicht mal in der Nähe vom Gold. Wer könnte daher bei solch einem Verdacht besser helfen als Heinz? Was ist? Mal hier, so, wenn ich jetzt hier auf die linke Seite gehe, erklärst du mir einfach kurz. Also die Problematik ist einfach, dass diese dichten Geräte halt einfach auch eine gewisse Fehlerquote haben. Er ist aber drin. Unsauberes Gießen führt zu Unreinheiten im und auf dem Goldbarren. Der hat hier, ist ja falsch gegossen worden. Hier sehen wir schon diese Unwucht. Hier wurde er, entweder habe ich es hier, das sind halt noch die alten Barren, die von Hand gegossen worden sind. Und ich, wenn ich dieses Muster da oben anschaue, dieses Fischgrätemuster, dann sehe ich, dass er halt hier nachgegossen hat. Da hat es nicht ganz passt. Der hat hier angefangen zu gießen, hier hat er angefangen und dann hat er hier nachgefüllt, das siehst du unten. Thema erledigt. Der Gießvorgang sollte aber im Idealfall in einem Rutsch passieren. Jegliches Metall, das flüssig gemacht worden ist, hat die Problematik, dass es in verschiedenen Geschwindigkeiten abkühlt. Außen durch die kalte Form schnell und innen langsam. Das ist wie wenn man einen Apfelkuchen einbeißt. Am Rand kann man noch essen, aber in der Mitte verbrennt man sich die Fresse. Also lange Rede, kurzer Sinn, er ist echt. Der Goldbarren besteht also aus 9,99er Feingold und hat einen Wert von gut 56.000 Euro. Bar oder überweisen? Ich möchte Nachmittag warten. Nochmal kommen. Heute Nachmittag nochmal kommen? Und dann? Okay, dem habe ich diesen Preis gesagt. Ich weiß, er kriegt nirgends mehr. Aber es gibt immer noch die Leute, siehst du ihn auch gleich an, dann sagen sie, ja, ich überlege mir es, ich will da rausgehen. Ich will da wahrscheinlich zu mindestens 2 anderen Goldankäufern gehen und wird in spätestens 1,5 Stunden wieder hier sein. Fortsetzung folgt. Bis dahin gibt es viel zu tun. Der nächste Kunde will eine Uhr beleihen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn er hat nicht mit Heinz geschultem Blick gerechnet. Schöne Uhr. Die war bei euch. Aber wo sind die Glieder? Ist die für einen Kinderarm? Denn jedes Glied, was fehlt, kostet ja wieder Geld. Wenn das in der Versteigerung nicht weggeht. So, und was soll ich jetzt mit der Uhr machen? Fahrt lassen. Hä? Fahrt lassen. Du möchtest sie die Uhr versetzen? Ja. Als Pfand? Ja. Diese schöne, teure Uhr? Nein. Das war eine Rolex Yachtmaster 2 und das ist halt eine goldene Uhr. Ja. Aber nicht irgendeine goldene Uhr. Der Neupreis ist beachtlich. Wie viel Geld brauchen wir denn? 32. 32? Niemals. Hallo, hallo. Guckst du mal ins Internet. Ja, das ist ja abhängig vom Alter und von der Anzahl der Glieder und abhängig von Boxenpapieren. Denn man muss ja so überlegen, wenn ich jetzt diese Uhr nehme, nehmen wir jetzt mal diese hier, das ist jetzt eine goldene Rolex,
So, die beißt einen normalen Arm. Das ist jetzt kein Kinderarm. Diese Uhr hat Boxenpapiere. Das heißt, wenn die in der Versteigerung ist, dann kann ich sagen, ich habe hier eine Rolex, massiv Gold, Boxen sind dabei, Papiere sind dabei. Und die Uhr ist schon arg eng. Also mir ist sie wirklich eigentlich zu eng. Ich muss auch schon wieder nach einem Glied gucken. Ist die Uhr echt, hat sie einen Neupreis von ca. 43.000 Euro. Deshalb prüft Heinz das gute Stück jetzt ganz genau. Jetzt schaue ich mir einfach mal die Rolex an, schreibe mir die Nummern auf und dann schaue ich im Internet, was die Uhr mittlerweile für einen Wert hat, damit ich einfach alles erfasst habe. Und dann schaue ich, ob ich diesem Mann so viel geben kann, wie er gern möchte. Heinz ist schockverliebt in die Uhr. Wäre da nicht dieses eine Problem? Es ist halt schade, dass mein Kunde keine Ersatzglieder dabei hat. Sonst hätte ich jetzt heute Abend die Uhr angezogen. Ich hätte die gern getragen. Dürfte ich deine Uhr anziehen? Selbstverständlich. Weil ich darf nämlich jedem seine Uhr anziehen. Ich glaube, ich bin der einzige Pfandleiher, wo die Kunden sagen, ja, du darfst sie anziehen. Aber manchmal denke ich, die machen mit Absicht die Glieder raus, weil ich einen kräftigeren Arm habe, damit ich sie nicht anziehe. Ich bin ja ein bisschen verrückt. Ich bin ja auch ein Jäger und Sammler. Und man kann ja jetzt nicht alles jagen und nicht alles sammeln. Aber man kann es doch mal wenigstens probieren. Das heißt, ich ziehe die Uhr an und dann schaue ich mal, wie fühlt sich denn die Uhr an meinem Arm an? Wie sieht denn das aus? Der leidenschaftliche Uhrensammler kommt so langsam zu einem Ergebnis. Fehlt nur noch der Online-Preisvergleich. So, und die Uhr wird angeboten bei eBay für 42 oder Preisvorschlag. Und da ist nur eine drin bei Verkaufsartikel. Jetzt machen wir die Verkaufsartikel raus. So, dann wollen die Buben 40.000 Euro dafür haben. Das heißt also, wenn ich dem Kunde 30.000 Euro gebe, dann muss er eigentlich glücklich sein. Man muss ja so sehen, wenn die Uhr jetzt zum Beispiel für 30.000 beliehen wird, dann sind da ja jeden Monat richtig hohe Zinsen. Und da wir ja alle, lieber Zuschauer, in der Schule aufgepasst haben, was sind 4% von 30.000? Komm, das schafft ihr, komm. Auf, strengt euch an. 1.200 Euro. Und jetzt müssen wir davon ausgehen, dass die Uhr etwa 4 oder 5 Monate im Pfand ist. So, lieber Zuschauer, 1.200, 6.000 Euro, richtig.